Vom Urwald in den Großstadtdschungel. Segas Jump'n'Run Dickhäuter Tembo ist bei der Jagd nach dem Phantom nicht gerade zimperlich. Das radikale Rüsseltier rennt und rempelt in vollem Galopp durch Stahlwände und Mauern. Auch tragende Teile der Levelarchitektur gehen zu Bruch und bilden anschließend Brücken oder Übergänge. Obwohl der herzig gestaltete Tembo und die 3D-Kulissen mit drolligen Ideen nur so gespickt sind, will der Spielspaßfunke nicht zurecht überspringen. Das unkomplizierte Download-Jump'n'Run ist auf Dauer zu eintönig. In der plüschigen Fabelwelt von Legend of Kay ist der Gorilla los. Die Primaten haben kurzerhand die Herrschaft über das Tierreich an sich gerissen und Kung-Fu-Kater Kay damit auf den Plan gerufen. Mit ausgefahrenen Krallen und Schwerteinsatz setzt er dem affigen Treiben ein Ende. Wie bereits bei seiner Erstveröffentlichung vor 10 Jahren entpuppt sich Legend of Kay als Vertreter der alten Action-Adventure-Schule. Die Neuauflage wartet darüber hinaus mit zeitgemäßen Effekten wie Flauschefell, verspiegelten Böden und feineren Texturen auf. Geblieben ist in der Anniversary Edition allerdings die konfuse Kameraführung. Space, Rio, Star Wars. Es gab zig Angry Birds Spiele, aber nie eine echte Fortsetzung. Bis jetzt. Seit kurzem steht das Game im iOS und Android App Store zum kostenlosen Download bereit. Und die wohl größte Neuerung ist die: Man darf das zornige Federvieh, das man den grünen Schweinen per Zwille als erstes entgegenschleudern will, selbst aussuchen. Das gibt vor allem den Bosskämpfen eine taktische Note. Auch grafisch hat Entwickler Rovio spürbar nachgelegt. Schicke Zeichnungen und Effekte machen Angry Birds 2 zum bislang schönsten Ableger der milliardenfach heruntergeladenen Reihe. Und selbst an einen Mehrspielermodus in Form eines Arena-Duells hat man gedacht. Allein der manchmal penetrante Hinweis auf den Ingame-Shop nervt ein wenig.